Herzlich willkommen bei Intuitiv Bogenschießen Coaching. Heute mit dem Thema traditionell Bogenschießen bzw. zum Begriff traditionell Bogenschießen und warum der ein bisschen problematisch ist. Tradition, Wortbedeutung laut Duden-Definition, ist etwas, was von Generation zu Generation weitergegeben und weiterentwickelt wird und weiterhin Bestand hat. Jetzt ist es natürlich so, der Bogen war Jahrhunderte oder Jahrtausende lang, muss man eigentlich sagen, Jagd- und Kriegswaffe. Und natürlich hat es in diesem Zusammenhang Traditionen gegeben. Aber in unserem Kulturkreis zumindest haben diese Überlieferungen, diese Traditionen irgendwann aufgehört, weil eben der Bogen als Jagd- und Kriegswaffe ersetzt worden ist durch Schusswaffen. Also von dieser Definition her im Sinne von einer fortlaufenden Tradition gibt es kein traditionelles Bogenschießen bei uns. Jetzt geht man natürlich dann, oder kann man hergehen und sagen, ja, irgendwann ist einmal dieser Bogentyp auf diese Weise geschossen worden und wenn man den jetzt wieder so schießt, dann ist das traditionelles Bogenschießen. Genau genommen müsste man da von historischen Bogenschießen sprechen oder halt so Reenactment-Geschichten oder so, das irgendwie so bezeichnen, weil es eben keine fortlaufende Tradition ist. Umgangssprachlich wird es natürlich einfach so umschrieben, beziehungsweise ist das häufigste, was gemeint ist, wenn heutzutage jemand sagt, traditionell Bogenschießen, ist einfach das Bogenschießen ohne Visier. Hubschrauber fliegen schon wieder im Kreis, was willst du machen? Also traditionell Bogenschießen ist heutzutage eben der Überbegriff fürs Schießen mit Bögen ohne Visier beziehungsweise fürs Schießen mit Bögen ohne weitere technische Hilfsmittel. Wobei es dann da schon ist, die einen sagen, naja, ohne Visier auf jeden Fall, aber ein bisschen ein Stabilisator oder Handschlaufe oder so darf ich vielleicht doch noch haben, das ist dann schon traditionell. Und ja, dann gibt es wieder die Nächsten, die sagen, na, traditionell ist nur, wenn ich kein Schussfenster habe. Und die Übernächsten sagen wieder, ja, traditionell nur mit Wurfarme, mit Holzkern und Glaslaminat belegt. Aber ja, keine Carbonwurfarme, das ist dann nicht mehr traditionell. Und so weiter und so fort. Ihr seht also, dieser Begriff traditionell Bogenschießen ist halt sehr unscharf, ungenau. Ja, und von daher sollte man überlegen, ob ich irgendwas mit, das ist traditionell oder nicht traditionell, begründen will, wenn ich der Meinung bin, dass halt diese Form von Bogenschießen traditionell ist oder nicht. Ich rate prinzipiell dazu, wenn man schon vom traditionellen Bogenschießen spricht, dass man das vielleicht ein bisschen näher ausführt und sagt, okay, traditionell Bogenschießen in der Tradition von oder im Sinne von das und das und das halt ein bisschen näher erläutert, dann wird ja klar, okay, dass es nicht so ein traditionelles Bogenschießen gibt, sondern dass es eben ein Überbegriff ist, der für alles Mögliche verwendet wird, auch wenn es laut Wortbedeutung jetzt nicht so exakt ist, dieser Begriff. Okay. Im Umkehrschluss kann man dann natürlich auch sagen, dass zum Beispiel das Schießen mit olympischen Recurve-Bögen, mit Visier etc. Über kurz oder lang auch traditionelles Bogenschießen ist oder sein wird, weil eben das jetzt doch schon ja, doch relativ lang, ich weiß gar nicht, wann das angefangen hat, praktiziert wird und halt auch immer weitergegeben und weiterentwickelt wird. Es stellt sich in diesem Zusammenhang im Begriff, in Bezug auf Tradition natürlich auch schon immer wieder die Frage, ja, ist Tradition jetzt einfach nur dieser Typ von Bogen und diese Schusstechnik oder gehört da mehr dazu, irgendein Ritual, irgendein bestimmter Ablauf? Ja. Und dann fangen wieder die nächsten Streitereien an, wenn ich quasi so eine Tradition habe. Und Traditionen sind eben nur lebendig, wenn sie sich weiterentwickeln und verändern. Eine Tradition, die sich nicht verändert und an die Zeit anpasst, stirbt irgendwann, das kann man massig beobachten. Dann gibt es halt wieder die Streitereien, das, wenn man das jetzt so macht, ist das eigentlich nicht mehr traditionell und so weiter. Im Prinzip ist es eh komplett egal, ob ihr jetzt traditionell Bogen schießt oder nicht traditionell. Es schießt ja jeder das, was er schießen mag. Das ist gut so und die Hauptsache ist, dass man Freude am Bogenschießen hat. Und wenn man jetzt selber sagt, ja,
für mich ist halt das Schießen mit diesem oder jenem Bogen auf diese Art und Weise traditionell und sonst nichts anderes. Dann ist das gut und schön, dann ist das für einen selber so, aber man soll es halt nicht verallgemeinern. Ja. Gut, ich denke mal, das war es schon wieder zum Begriff traditionell Bogenschießen, der halt doch sehr inflationär für alles Mögliche verwendet wird. Wie gesagt, Überbegrifflichkeit, traditionell Bogenschießen ist einfach nur Bögen ohne Visier, beziehungsweise auch noch Bögen ohne weitere Hilfsmittel. Und alles andere ist eben dann schon individuelle Definitionssache im Endeffekt. Und der Begriff selber ist eben sehr schwammig und ja. Gut, mir ist irgendwie zu Hause zum Video machen. Es hat jetzt schon wieder 35 Grad. In diesem Sinne wünsche ich euch alle ins Gold, alle ins Blatt, ganz egal ob ihr traditionell oder modern oder was auch immer Bogen schießt. Macht es gut, bis bald, pfiat euch.